Hallo und herzlich willkommen. Frohes neues Jahr. Yay! So, das ist der Januar 2021 und wir fangen mit dem Sternzeichen Steinbock an. Aber bevor wir das machen, gucken wir uns mal die Gesamtenergie des Monats Januar an. Mal sehen, was im Januar die Gesamtenergie für uns hat. Okay, die Gesamtenergie ist keine so gute Energie. Wie ihr alle wisst, der Januar ist immer der Monat, der sich wirklich super lang zieht. Irgendwie habe ich das Gefühl, der Januar ist irgendwie ein halbes Jahr lang. Und in diesem Januar ist die Gesamtenergie die, dass das Universum uns darauf drängt, wir haben ja freien Willen und trotzdem werden wir darauf gedrängt, zu schauen, ob wir eigentlich alle da sind, wo wir sein wollen und dann wirklich neu zu manifestieren, jetzt die Bremse loszulassen und sagen, und jetzt mache ich das, wovon ich glaube, dass ich hierher gekommen bin, um das zu tun. Okay? Also einfach auch so ein bisschen die Zügel zu halten und zu sagen, okay, ich lass mich jetzt hier nicht mehr zurückhalten und ich gehe nach vorne. Und das Problem ist, das wir im Januar haben, ist, dass dadurch, dass die Energie will, generell eher niedrig ist im ganzen Monat Januar, teilweise halt auch, weil viele, viele Länder wieder im Lockdown sind, Ungewissheiten da sind, die einen irgendwie natürlich auch dann belasten, selbst wenn man davon nicht direkt betroffen ist. Die Energie eines Planeten, die Energie einer Stadt, die Energie einer Gruppe von People beeinträchtigt den und diejenige, die in dieser Energie ist. Und die Gesamtenergie für den Januar ist natürlich auch die Energie, dass einfach nichts passiert und einfach nichts geht. Und deswegen ist es ganz wichtig, im Januar zu begreifen, dass viele Leute immer noch im Schmerz sind, immer noch das hat mich so angepisst, dieses 2020. Ja? Und immer noch in dieser Energie sind. Und was die Guides sagen, nein, jetzt ist Zeit zu sagen, okay, drauf geschissen, was 2020 war. Und es sieht wohl auch so aus, als wenn 2021 auch nicht unbedingt viel besser startet. Jetzt schaue ich mir an, was kann ich machen innerhalb der Begrenzungen, die einem aufgezwungen werden. Was kann ich machen, um mich selbst zu erfüllen? Der einzige Nachteil im Januar ist, dadurch, dass viele Leute auch mit sich selbst beschäftigt sind, dadurch weniger Geduld haben, wird man oft missverstanden. Okay? Also macht euch Gedanken, manifestiert, nehmt euch Zeit, ruhig zu atmen, nehmt euch Zeit zu durchdenken, was ihr eigentlich wollt und manifestiert. Dadurch kommt ihr auch so ein bisschen in die Ruhe und auch ein bisschen näher an eure Guides. Und erinnert euch einfach dran, so wie ihr mit Leuten kommuniziert, in den meisten Fällen haben die Leute weniger Geduld, sind selber schon recht angeschlagen von den Ereignissen. Und das müsst ihr einfach in die Kiste packen, um zu wissen, okay, das wird kommunikativ ein etwas schwieriger Monat. Okay? Nichtsdestotrotz, ihr habt hier die Screech Owl, keine Ahnung, wie die Eule in Deutsch heißt, die euch klar sagt, es ist Platz da, ihr müsst ihn nur für euch verwenden und für euch beschlagnahmen. Ja, wie ihr schon merkt, mal abgesehen von dem Video, das ich hier mache, spreche ich nie Deutsch und irgendwie kann ich die Sprache nur noch halb. Ja, wie auch immer, das Ding. Okay, so, das war die Gesamtenergie für den Januar 2021. Ist auch nochmal wichtig zu sagen, ist, dass wenn die Geister so rausschießen, so, jetzt wird es Zeit zu sagen, und ich jetzt gucke jetzt mal, wo ich bin und lalala. Das bedeutet nicht, dass die Energie niedrig ist. Was es bedeutet ist, dass wir
gefragt werden, nicht nur da zu sitzen und zu sagen, ich habe keine Ahnung, was hier passiert, ja? Sondern einfach zu sagen, okay, ich kann ja nicht kontrollieren, was hier passiert, in den meisten Fällen. Was kann ich machen, was will ich machen in der Zwischenzeit? Ja? So, das ist praktisch die Gesamtenergie für den Januar. Und jetzt gehen wir uns mal den Steinbock anschauen. Ich habe die Heizung an. Viel zu warm. Ja, kleinen Moment mal, ich mache die Nummer aus. Ach ja, vielleicht sollte ich mir Angestellte manifestieren. Habe ich neulich schon gedacht, weil ich bin ja so ein schlechter Koch und war dann in der Küche und dachte so, oh, wäre das nicht klasse, wenn ich hier sitzen würde. Klick, hallo, ja, ich hätte gerne noch ein Frühstück, Dankeschön. Ist natürlich auch ungesund, da ist man dann irgendwie so. Aber jeder hat so seine Gedanken und seine Hoffnungen und seine Träume. Das ist eins von mir, nicht bedient zu werden, aber einfach zu sagen, weißt du, wenn ich mir keinen guten Salat machen kann, vielleicht finde ich jemanden, der mir macht, ja. Der vielleicht sogar Spaß daran hat und dann natürlich zahle ich den, weil in meiner Welt habe ich ja keine finanziellen Probleme. Okay? So, Steinbock, Steinböcke. Mal schauen, was für euch im Januar 2021 wichtig ist. Ja, wie ich oft schon gesagt habe in den letzten Monaten, dass die Gesamtenergie jedes Sternzeichen betrifft und die Gesamtenergie sich auch oftmals in den Sternzeichen bemerkbar macht. Und bei den Steinböcken ist das genau der Fall, weil ihr habt im Januar vor allem damit zu kämpfen, dass ihr missverstanden seid, vor allem damit zu kämpfen, dass viele Leute eure eigenen Qualitäten nicht erkennen oder nicht werten. Und die Veränderung kommt, also ihr macht Veränderungen und ihr habt auch so das Ziel, dass das Ding erreicht, wo ihr sagt, ich hab die Schnauze voll von Leuten, die das Gefühl haben, ich kann eh nichts. Auch wenn die Geister natürlich das so sagen, das ist niemals so dramatisch, wie die Geister das darstellen. Die wollen nur, dass ihr wisst, worauf zu achten ist und dass ihr einfach sagt, okay, und jetzt habe ich die Schnauze voll und jetzt nehme ich mein Leben in die eigene Hand. Die eigenen Hände. So, denn ihr geht zu Veränderungen. Also die Crow ist das Tier der Veränderung, also die Krähe. Und das ist euer ausgehendes Krafttier für diesen Monat Januar. Das heißt, Veränderungen kommen, aber ihr habt das Problem, dass euer Januar damit belastet ist, dass ihr vieles genauer durchdenken müsst und um Veränderungen zu machen, müsst ihr gucken, okay, wer ist mein Anhang? Für wen bin ich hier verantwortlich? Für wen fühle ich mich hier verantwortlich? Und dann einfach gucken, wie ihr damit umgeht. Hier ist etwas, was ich über die Jahrzehnte gelernt habe. Und das ist auch oft was meine Guides ganz deutlich sagen, wenn ich Readings habe mit Leuten. Wenn du sagst, ich hätte gerne einen schönen Neuanfang mit einem schönen Haus und dass alles gut wird, dann manifestierst du nicht für dich allein, du manifestierst für deine Einheit. Und was Leute falsch machen, vor allem Mütter, das ist jetzt keine Wertung, aber das ist meine Erfahrung mit Müttern, die sagen, okay, wir ziehen um und ich will, dass die Kinder eine ganz tolle Schule haben. Und dann kriegen die Kinder eine ganz tolle Schule und ihr habt ein Scheißhaus und für euch tut sich gar nichts, weil das Universum euch mitteilen will, sieh, hast ja nicht für dich manifestiert, also kriegst du auch nichts. Ja? Also wenn ihr für euch manifestiert, das Universum weiß, ihr seid eine Einheit. Wenn ihr sagen würdet, ich möchte gerne umziehen, ich möchte hier raus aus diesem Umfeld, ich möchte neu anfangen und das Universum weiß, dass ihr mit Kindern umzieht, dann manifestiert für euch. Das Universum steckt euch nicht irgendwo hin, wo die Kinder keine Möglichkeit haben, sich zu entwickeln. Okay? Oder keine Möglichkeit haben, sich gebildet zu werden. Also, das ist wichtig. Es kommt auch als Energie hier durch für den Steinbock, weil meine Erfahrung mit meinen eigenen Guides ist, dass manchmal, wenn die Sachen so ein bisschen
eher so seltsam klingen und was hat das jetzt mit dem Ding zu tun? Meine Erfahrung ist, dass das immer gezielt auf das Sternzeichen ist, das wir gerade besprechen. Okay? Also, kurze Rede, gar keinen Sinn. Lange Rede, kurzer Sinn. ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Ja, okay, seltsam. Für die Steinböcke im Januar. Einfach Sachen auch langsam angehen und habt Vertrauen und manifestiert und sprecht aus, was ihr ändern wollt, ohne in die Frustration zu gehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und einfach auch euer Umfeld mal betrachten. Wer ist es denn, euer Umfeld, der euch das Gefühl gibt, ohne mich bist du gar nichts? Oder du kannst es eh nicht. Ja? Auf diese Menschen müsst ihr achten, denn das sind die Menschen, die euch nicht gut tun. Okay? Und das müsst ihr jetzt auch mal begreifen, dass manchmal, auch wenn man die Leute liebt, man unter Umständen in eine Situation kommt, wo man in einen gewissen Platz gesteckt wird. Und dann sind die natürlich viel, viel glücklicher, wenn ihr diesen Platz nicht verlasst, weil nicht jeder kann mit Veränderungen gut umgehen. Okay? Das war der Steinbock. Wassermänner. Januar 2021. So, ihr habt das Pferd und den Jaguar. Was das bedeutet, ist recht einfach, recht kurz als Mitteilung. Was wichtig ist, ist, dass ihr im Januar, denkt an die Gesamtenergie auch, begreifen müsst, ich bin einmalig. Ich habe meine eigenen Stärken und ich werde sie nicht mehr verstecken. Ich werde mich nicht mehr unter den Scheffel stellen. Ich werde mich nicht mehr billiger anpreisen, als ich eigentlich bin. Und das bedeutet dann auch, wenn ihr dann erkennt, dass situationsbedingt viele von euch unter Umständen ihre eigenen Stärken auch vernachlässigen, weil es eben wichtiger ist, sich um andere zu kümmern. Ja? Und was die Geister euch sagen, das sind Situationen, von denen ihr Abstand braucht. Ja? Also das Beste wäre, wenn es machbar ist, zu sagen, ich brauche ein bisschen Zeit für mich allein, um nachzudenken, was der nächste Schritt ist. Was ihr schon merkt hier, wir sind jetzt erstmal beim zweiten Sternzeichen. Und vieles hat damit zu tun, alte Gemeinschaften, die nicht funktionieren, zu zerbrechen und zu sagen, und ich mache da nicht mehr mit. Ja? Das heißt nicht, dass jetzt jeder hier so ein Ding, Sack über den Rücken und dann einfach nur losziehen, sondern einfach zu wissen, wenn ihr nicht manifestiert, wenn ihr nicht seht, dass Veränderungen gemacht werden müssen, werden sich keine Veränderungen für euch einstellen. Und das ist wichtig. Also für Wassermänner, ihr braucht Zeit für euch selbst. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ihr müsst auch anfangen, euch zu mögen. Sagen, ja, ich kann das ganz gut. Da bin ich echt gut drin. Ja? Und auch so ein bisschen so eure Stärken für euch klarzustellen, damit ihr manifestieren könnt, was ihr mit diesen Stärken eigentlich machen könnt. Ja? Okay, Wassermänner. Das war Wassermann, Fische, mein Sternzeichen. Fische, und wir kriegen eine andere Karte noch, die fällt hier raus, das heißt, die will gelesen werden. Okay, öfter mal nichts Neues, wie ihr gemerkt habt, die Gesamtenergie sagt uns, Dinge sind etwas langsam und für Fische, im Januar, wir sind immer noch, wie viele Menschen, angeschlagen von dem, was in unserem Leben passiert ist. Und im Januar ist es wichtig für uns zu sagen, okay, ich möchte und muss mich mit dem auseinandersetzen, was noch immer in mir sitzt. Also Heilung ist für den Fisch ganz wichtig. Und ihr habt den links ist eine Wildkatze und was die macht, die sucht sich einen höher gelegenen
Stein sozusagen, um über das Tal zu gucken. Und das bedeutet im übertragenen Sinne, während ihr in der Heilung seid und auch so das Gefühl habt, ich bin jetzt am Heilen, mir geht es nicht so gut, in der Zwischenzeit immer hohe Gedanken haben, immer sagen, ja, das ist nur eine Situation, das ist eine Situation, die sich ändern wird. Ich muss durch diese Heilung gehen, ich muss das rauslassen und ich will das rauslassen. Das habe ich ja lang genug mit mir rumgetragen, also diese Gefühle. Immer hohe Gedanken haben. Und eins wisst ihr, ist für uns Fische ganz wichtig im Januar. Unser Bauchgefühl lügt uns nie an. Und was immer wir fühlen, dem können wir auch vertrauen. Also als Sternzeichen Fisch, für das Sternzeichen Fisch, ist es wichtig zu begreifen, wir sehen die Dinge genauso, wie sie auch wirklich sind. Okay? Und dementsprechend ist es einfach, agieren, weil ihr ja das, was euch gezeigt wird, auch erkennt. Das heißt, wenn irgendeiner hier, wenn ihr das Gefühl habt, okay, der oder die sind eigentlich gar nicht für mich da, die wollen mich nur hier. Denkt dran, das war auch schon mal in einem anderen Sternzeichen. Ja? Dann seht ihr das und sagt, okay, in das Spiel spiele ich nicht mehr mit. Okay? So, ganz, ganz wichtig, das Wichtigste für Fische ist zu begreifen, falls ihr das noch nicht gemacht habt, dass Fische sind sensibel. Das ist eine unserer Eigenschaften, ist sensibel zu sein. Und es ist nicht immer etwas, was uns hilft. Und deswegen sagen die Guides hier im Januar, heilen ist wichtig, damit wir wieder ein bisschen mehr im Hier sind, ohne so viel Schmerz. Okay? Und dann geht es auch weiter. Okay? Das waren Fische, jetzt gehen wir in den Widder. Okay, interessant. wenn ich Monatsvideos mache, ist es relativ schwierig, Neumonde, Vollmonde mit reinzubringen, weil die natürlich die Energie anders beeinträchtigen. Aber für den Widder wurde mir gerade nochmal der Neumond am 13. gezeigt. Und was das bedeutet, ist das für den Widder, was immer die Guides für euch haben, wird ab Mitte des Monats, ab dem 13. genau genommen, alles nochmal wichtiger, alles nochmal heftiger, alles nochmal wichtiger für euch zu sagen, okay, was die Mitteilung, die ich hier kriege, muss ich dann Mitte des Monats wirklich enger schrauben. Okay? Und hier ist die Mitteilung für den Widder für den Monat Januar 2021. Ihr habt die Eule und ihr habt den Büffel. Was das bedeutet ist, dass die Eule ihre Intelligenz benutzt, um an die Sachen ranzukommen, die sie benötigt und dass ihr diese Weisheit auch gegeben ist. Die sind ja aufgewacht und hat gesagt, okay, jetzt bin ich mal hier richtig clever. Und ich bin aber auch clever. Ja, überhaupt nicht. Sondern es ist einfach nur eine Sache, die sich entwickelt hat. Und das ist für euch die Mitteilung hier für den Widder, zu begreifen, dass euer Gehirn nicht immer voll genutzt wird und es ist Zeit, clever zu sein. Aber das Wichtigste für den Widder ist diesen Monat, dass ihr Grenzen habt. Ganz, ganz wichtig, weist die Leute und Situationen in ihre Grenzen zurück, denn was nicht passieren darf, ist, dass der Widder, dass ihr als Widder so so busy seid, so beschäftigt seid, so, dass so viel los ist in eurem Leben, dass ihr gar nicht stoppen könnt. Und auch das kann gewollt sein. Ja, wenn jemand ein super Arbeiter ist, irgendwann interessiert es den Boss nicht mehr, ob der Pausen braucht. Der sieht nur, er ist ein richtig guter Arbeiter und wir müssen diesen Umsatz erreichen. Und dann denk mal dran, wer dann immer hier gepusht wird, das alles zu machen. Du. Ja, also von daher gesehen, weil es nur so ein Beispiel ist, es ganz wichtig auch zu begreifen, dass ihr Leute
in ihre Plätze zurückweisen müsst und dass ihr vor allen Dingen Zeit braucht und Raum braucht für euch selbst, um zu begreifen, um zu durchdenken, eure Intelligenz, euer inneres Wissen zu benutzen, um zu gucken, wo geht mein Leben eigentlich hin. Okay? Das war der Widder. Widder. Jetzt kommt der Stier. Okay, für den Stier. Das Wichtige ist zu begreifen, auch für den Stier, dass ihr diesen Monat euch mal etwas genauer anguckt und sagt, okay, was sind meine Stärken? Weil was Menschen immer machen, was wir alle falsch machen, zum großen Teil, Prozentsatz, ist, dass wir uns unsere Schwächen sehr bewusst sind und nie begreifen, dass man Schwächen auch ändern kann, dass man viele Sachen auch hinter sich lassen kann. Und für den Stier ist es wichtig, im Januar immer nur dahin zu gucken, was kann ich eigentlich? Und wenn du jetzt ein Stier bist, der sagt, da fällt mir jetzt aber gar nichts ein, dann ist das das erste Anzeichen, dass du gar nicht bei dir selbst bist. Ja? Und das kann mit Kleinigkeiten anfangen. Ja? Wenn du Sachen kaufst für deine Wohnung, ja, und du stellst sie dahin, ist das Dekorieren top? Bist du gut da drin? Ja? Bist du eine gute Mutter, ein guter Vater, eine gute Person? All diese Sachen sind wichtig. Okay? Und was für, das ist halt das, was die Guides euch sagen im Januar, auch mal dahin zu gucken, was ihr eigentlich könnt und auch selber mal zu sagen, boah, ich bin klasse. Ja? Was den Stieren oft schwierig fällt. Okay? Das ist eure erste Aufgabe im Januar zu sagen, jetzt gucke ich mir mal meine Stärken an und dann, dadurch, dass ich mir meine Stärken angucke, manifestiere ich, dass ich diese Stärken nun einsetze und damit die Sachen, die ich nicht wirklich kann, wo ich einfach das Gefühl habe, bloody hell, das fällt mir heute noch schwierig und heute noch schwer, dass ihr wissen müsst, ihr habt auch Stärken und die kann man dafür einsetzen. Okay? Ihr seid, das hatte ich auch schon in anderen Monaten gesagt, wenn ich mich recht erinnere, die sogenannten Bilder der Brücken. Ihr werdet immer für die Leute, die ihr liebt, da sein. Manche von euch sind ein bisschen extrem und alles, was ihr macht, ist für andere da sein und nicht für euch. Okay? Ändern bitte, aufwachen. Hallo? Ja? Weil ihr seid nicht weniger für Leute da, nur weil ihr noch eine Stärke seid. Ja, es ist auch ganz wichtig, den Leuten dadurch auch ein bisschen Grenzen zu zeigen. So, ihr seid diese Brückenbilder. Das heißt, ihr seid nicht jemand, für die meisten von euch auf jeden Fall, die sagen, und jetzt könnt ihr mich alle am Arsch lecken und ich hau jetzt ab. Das ist gar nicht die Frage hier. Was die Frage ist, zu sagen, dadurch, dass ich für jeden da bin, habe ich eigentlich genug Zeit für mich? Ist da irgendwann mal irgendwo Hilfe? Ja? Ist da irgendwann mal auch so das Ding erreicht, wo jemand begreift, dass es einfach alles zu viel für mich ist? Okay? Das ist wichtig. Und da ist auch der Ansatz für euch zu sagen, und das ändern wir jetzt. Und ihr seid diejenigen, die dann einfach sagen, und das ändern wir jetzt. Da wird nicht drum gebeten. Ja? Ihr könnt es ja vielleicht mal da hingucken. Nein, das ist eine Mitteilung. Ich habe das hier eine Weile beobachtet. Ja? Und ihr macht gar nichts. Ja? Und ich arbeite auch und mache all das. Und das ist nicht richtig. Von jetzt an, ja, auch Stier, ihr könnt wirklich powerful sein. Und das ist das, was ich euch sagen, diesen Monat auch so ein bisschen zu verlangen. Dass man sieht, wie viel ihr macht und dass euch auch geholfen wird. Ja? Okay. Natürlich bezieht sich diese Mitteilung an Leute, die andere Leute drumherum haben, für die von euch, die jetzt sagen, okay, ich bin ganz allein und ich muss das alles alleine machen. Da ist es natürlich auch wichtig zu sagen, muss ich denn alles in der Geschwindigkeit machen, in der ich das mache? Ja? Kann ich nicht auch mal ein bisschen sagen, okay, heute habe ich mal einen faulen Tag. Ja? Und lass mal 5 Grad sein. Also so diese Sachen sind wichtig. Und natürlich habt ihr auch als Stier noch die letzten Mitteilungen, which is das Reh. Und das sagt euch, dass es ganz wichtig ist, auch für euch, deswegen wurde auch gerade diese Mitteilung nochmal gegeben, dass ihr
Ruhezeiten braucht, ihr braucht Auszeiten, ihr müsst energetisch gesehen die Zeit haben, euch ein bisschen eure Energie, eure Batterien wieder aufzuladen. Und das kann natürlich nur geschehen, wenn ihr die Leute, die eure Zeit nehmen. Ja, vielleicht soll ich nochmal Deutsch lernen. Ja? Dass ihr die mal zurechtweist. Okay? So. Wow. Hätte ich nie gedacht, aber ich habe auch ich bin jetzt 20 Jahre im Ausland und ich habe auch einige andere Ausländerfreunde hier und die sagen alles Gleiche. Wenn du eine Weile weg bist, das ist zwar immer noch deine Sprache, aber wenn du dann irgendwie eine Mitteilung geben willst, irgendwas auch verständlich machen willst, fallen dir die Worte nicht mehr ein. Und genau das passiert mir hier. Also ich nehmt mich nicht böse, wenn ich ab und zu hier so seltsam klinge. Es ist nicht einfach von 24 Stunden Englisch jeden Tag ins Deutsche zu wechseln. Das war der Stier, jetzt gehen wir in die Zwillinge. Das ist das erste Sternzeichen im Januar, der Zwilling, dem gesagt wird, macht euch keinen Kopf, stellt sicher, dass eure Energie hoch ist, lasst euch von niemandem runterziehen und dann wird auch alles gut. Das ist ganz wichtig, wenn ihr das Gefühl habt im Januar oder wenn ihr Angst habt im Januar, ich habe irgendwie zu wenig Kohle, da kommt nichts rein, die Guides sagen euch, macht euch keinen Kopf, es wird immer genug Essen für euch da sein, immer fokussieren auf das, was ihr wollt und nicht in die Angst gehen. Ganz, ganz wichtig. Und Veränderungen, wenn da Veränderungen sind, wenn ihr wirklich im Hier seid, wenn ihr wirklich in eurer Stärke seid, alle Veränderungen, die kommen, könnt ihr schon vorher fühlen oder sehen. Also sollte es eigentlich keine Überraschungen geben, so von heute auf morgen, und das ist jetzt hier die neue Realität. Ihr seid jemand, der von vornherein sagt, da ist was am Bach hier. Ja? So. Das war eigentlich alles für Zwilling. Ist ganz wichtig, also um das nochmal schnell hier ein bisschen deutlicher zu sagen, ist für den Zwilling ist einfach wichtig zu wissen, wenn Veränderungen kommen, die mögen kommen, aber ihr könnt die schon vorher sehen und begreift einfach, so wie ihr nicht in die Panik geht, so wie ihr wisst, okay, ich habe bis jetzt 100% aller meine Tage überlebt, dann überlebe ich das auch, dann habt ihr eine ganz andere Aussichtsweise. Und diese höhere Energie und diese Positivität hilft euch dann auch durch so dieses Leben halt durchzukommen. Okay? Krebs. Jetzt gehen wir in den Krebs. So. Januar für den Krebs. Ihr habt in vieler Hinsicht euch wirklich schon verbessert. Ja, ihr habt in vieler Hinsicht auch euch umgestellt und auch begriffen, dass das nicht alles, was ihr bisher so gemacht habt, immer hilfreich war. Aber es ist Zeit auch zu sagen, ja, ich streng mich hier wirklich an. Ja, und ich will auch, dass es gesehen wird. Denn im Januar ist die Energie für den Krebs so, dass ihr energetisch gesehen nicht in die Gänge kommt. So, eure Energie ist ein bisschen schleppend. Und ihr seid auch ein bisschen anfällig im Januar für Negativität, für alles, was irgendwie so mit Streiten zu tun hat und so dieses, jetzt lass mich doch mal in Ruhe. So, diese Geschichten. Und ihr müsst eurem Umfeld halt auch sagen, dass das nicht persönlich ist, wenn jemand sagt, okay, ich brauche jetzt immer meine Auszeit. Das ist eigentlich alles, was die Guides für euch haben, ihr Krebse. Ja? Short and sweet. Und jetzt gehen wir in den Löwen. Ja. Wir haben das ja oft, dass wir überlappende Energien haben. Und was wir gerade für den Krebs hatten,
hat sich jetzt beim Löwen nochmal eine Stufe höher und eine Stufe stärker. Stellt sich das jetzt hier dar, weil was ihr habt, ist den Arctic Wolf und den Red-Tailed Hawk. Das heißt, ihr habt praktisch den Wolf, der in der Arktik lebt, wo Möglichkeiten weniger sind, wo auch weniger Essen da ist. Was das bedeutet ist, dass ihr im Januar, Löwen, auch begreifen müsst, dass ihr Auszeiten braucht und dass ihr die Zeit braucht, euch neu zu orientieren, um zu wissen, wo ist mein Leben, wie ist mein Leben und macht das für mich Sinn. Das Gefühl, das ich habe, weil ihr habt auch diesen Hawk, leider weiß ich nicht, Falke? Nee, ist nicht Falke. Keine Ahnung, wie das Tier heißt. Ich schreibe das hier mal Hawk, bitte googeln, dieses Tier. Und die Mitteilung ist, wenn der Hawk auftaucht, ist, dass ihr einfach auch so ein bisschen einfach nur gleitet und einfach so ohne Stress alles macht, alles locker, ganz locker, einfach nur so ein bisschen, ja, ich brauche mich nicht anstrengen, ich gleite einfach. Also keine massiven Veränderungen schaffen, aber ins Gespräch gehen. Ja, ganz, ganz wichtig. Also das ist das für den Löwen. Geht bitte ins Gespräch. Explodiert bitte nicht. Das ist ein anderes Ding, das ich hier mit dem Löwen kriege, ist so dieses Explodieren. Das hilft nicht. Das hilft niemandem. Da wird auch nichts geregelt. Und auch so dieses, wow, das hat sich jetzt gut angefühlt, ist eigentlich immer nur für Sekunden, weil danach hat man wieder irgendwelche Schäden angerichtet, die man wieder gerade machen muss. Ja? Macht ja auch keinen Sinn. So, Löwe, jetzt gehen wir in die Jungfrau. Wir sind hier im Januar. Das ist euer Monatstarot. Bitte die Seite, der Seite folgen, damit ihr immer wisst, wenn die neuen Videos hochgeladen werden. Das deutsche Video mache ich einmal im Monat für alle Sternzeichen. Und in England oder meine englischen Videos mache ich eigentlich wöchentlich. Und die sind meistens, oder nicht meistens, die sind immer etwas tiefer, weil man sich ja genau auch Woche für Woche nochmal neu orientieren kann. Also für alle, die hier der englischen Sprache mächtig sind und auch sagen, okay, ich verstehe das. Vielleicht habt ihr ja Lust, euch mal so meine englischen Videos anzugucken. Ich hatte Vorschläge, das auch in Deutsch zu machen. Ihr habt keine Ahnung, wie viel Arbeit das ist und ich habe auch nicht so viel Zeit. Und deswegen mache ich diese deutschen Videos wirklich nur einmal im Monat und es wird auch keine wöchentlichen deutschen Videos geben. Aber wenn ihr Englisch könnt, bitte schaut euch die an. So, Jungfrau. Jungfrau. So, dann schauen wir jetzt mal, was hier für die Jungfrau los ist im Januar. Denkt dran, die Gesamtenergie war, dass der Monat eher schleppend ist. Und was der Jungfrau oder für die Jungfrau, für das Sternzeichen Jungfrau wichtig ist, ist zu begreifen, dass wenn ihr 100.000 Ideen habt oder wenn euer Gehirn 100.000 Sachen macht, dann kommt ihr auch nicht an euer Ziel. Das ist ein Monat für euch zu begreifen, ist, dass wenn ihr gestresst seid, passiert gar nichts. Da geht gar nichts, alle eure Ideen gehen ins Nichts, weil einfach zu viel los ist. Und im Januar für die Jungfrau ist es ganz, ganz wichtig, auch Auszeit zu nehmen und zu begreifen, dass euer Leben nicht endet, wenn ihr Sachen mit der halben Geschwindigkeit fahrt. Okay? Das ist alles, was ich für die Jungfrau kriege. Und jetzt haben wir die Waage. Also wir haben noch Waage, Skorpion und Schütze. Jetzt sind wir bei der Waage. Wagen. Ist das die Mehrzahl von Waage? Wagen. Ja. Ihr da. Waage. Wichtig im Januar ist, das Erste, was ihr machen solltet, ist zu sagen, wow, ich bin echt klasse. Das ist nicht so something, ist nicht irgendwas, das ist nicht was, was die Waage
oftmals für sich selber tut, ist es ganz, ganz wichtig, euch mal selber zu sagen, wow, ich habe schon so viel erreicht und ich habe schon so viele gute Dinge erlebt und getan. Und auch so ein bisschen so von diesen Früchten zu leben, die euer Leben, also alles Positive, was im Leben positiv war, auch so ein bisschen mal so anzuheben und sagen, ja, es ist alles gar nicht so schlecht und dann dementsprechend auch Änderungen zu machen. Denn das ist wichtig für die Jungfrau, für die Waage, ihr seid jetzt an einem Punkt, wo ihr begreift, dass ihr in eurem Leben euch schon eine ganze Menge auch nach vorne bewegt habt. Und dass ihr jetzt, dadurch, dass ihr schon viele Veränderungen gemacht habt, auch viele Sachen jetzt klarer seht, auch durchaus in der Lage seid, Veränderungen herbeizuführen, die ihr euch selber nicht wirklich zutraut. Und was die Guides der Waage sagen, ist, dass das ist jetzt der Monat Januar, wo ihr auch mir Zeit für euch selber braucht, um Pläne wirklich ins Hier und Jetzt zu bringen. Mein Gefühl ist, dass für das Sternzeichen Waage auch einfach zu viel los ist, zu viel passiert und dementsprechend ist es schwierig zu fokussieren. Und was die Guides euch sagen ist, nee, ein bisschen zurücknehmen, ein bisschen mehr analysieren, dann seht ihr auch genau, wo was hingeht. Und dann merkt ihr auch, wenn ihr einfach euch mal ein bisschen zurücknimmt, dann seht ihr auch, wer eigentlich hier den ganzen Stress macht. Ja? Und dann könnt ihr auch dementsprechend da handeln. Aber wichtig ist für die Waage im Januar auch so ein bisschen Auszeit zu haben, um neu zu manifestieren. Ganz, ganz wichtig für alle Sternzeichen und jetzt auch gerade hier für die Waage, ist zu manifestieren, zu sagen, was ihr wollt und auch zu sagen, was ihr gehen lassen wollt. Ganz, ganz wichtig, also auch so das so für euch zu manifestieren, dass da eben so ein bisschen mehr Balance in eurem Leben ist, okay? Ganz, ganz wichtig. Das war die Waage. Jetzt haben wir noch Skorpion und Schütze. Hier ist der Skorpion. Okay. Easy peasy, lemon squeezy. Okay, für den Skorpion. Im Januar müsst ihr einfach nur langsamer. Kein Stress, ich mache alles langsam. Ganz wichtig. Ja, euch auch so ein bisschen selbst zu zwingen, ruhig zu sein. Ruhig zu bleiben, die Sachen in einer anderen Geschwindigkeit zu machen. Eine Geschwindigkeit, die euch erlaubt, euch atmen zu lassen, denn ihr habt hier auch den Schwarzbären und alle Bären stehen für Heilung, damit ihr einfach auch, wenn ihr sagt, okay, jetzt mache ich die Sachen mal alle ein bisschen langsamer hier und sage auch anderen, dass Sachen hier langsamer gemacht werden müssen und dass ihr kein Recht habt, ständig von mir Sachen zu verlangen, ja, wenn das der Fall sein sollte für dich als Skorpion. Ganz wichtig, die Leute auch in ihre, Gänse hatten wir vorher schon mal, in ihre Plätze zu weisen. Ganz wichtig ist auch zu begreifen, dass ihr im Januar eigentlich rechtssicher seid. Also egal, was das Leben an euch bietet oder was da an Veränderungen kommt, ihr werdet das wie immer überleben und ihr werdet es wie immer auf eine Arschbacke überleben. Also da ist keine massive Veränderung, die Guides mir jetzt hier geben. Und das macht auch Sinn, weil man einfach sagen muss, als Skorpion ist es auch wichtig, mal so ein bisschen Hilfe anzunehmen. Weil das ist was der Skorpion nicht wirklich gut kann. Und das ist wichtig, in diesem Monat, also im Januar, zu lernen. Okay? Das war der Skorpion. Jetzt kommen wir zum letzten Sternzeichen für diesen Monat. Das ist der Schütze. Ja?
Ihr merkt schon, wenn ich hier Schütze schreibe, ich mache das mit UE, habe keine Ahnung, wie man auf meiner Tastatur, die ja Englisch ist, hier ein Umlaut, also ein Ü, machen kann. Ja, keine Ahnung. Ihr merkt es auch beim Löwen, da war auch L-O-E. Ja, ist halt so. Okay, so, Schützen. Letztes Sternzeichen für den Monat, das ist der Monat Januar, das ist euer Monatstarot. Bitte der Seite folgen und bitte monatlich reinschauen und bitte, bitte, bitte auch teilen. Ihr seid ja Deutsch, ihr habt natürlich auch dementsprechend viele deutsche Freunde und wenn ihr dieses Video jetzt gefunden habt, dann teilt es bitte. Weil das ist ja immer meine Hoffnung, ist halt, das mache ich auch alles kostenlos und kostenfrei für euch und einfach zu sagen, okay, was immer die Guides mir sagen, das sage ich euch. Und je mehr Leute wir erreichen können, desto mehr hoffentlich können wir ein bisschen Klarheit bringen und helfen. Okay. Schüsse. Hier ist, was ihr habt als Energie für den Monat Januar. Für den Monat Januar ist es wichtig für euch zu begreifen, dass das teilweise ihr euch wiederholt. Ihr macht oft so, ihr habt Routinen oder eine Routine und das ist euch auch wichtig. Wenn ihr wisst, wie die Sachen gehandhabt werden, ist euer Leben einfacher. Und was das aber bedeutet für den Schützen, ist, dass manchmal ihr auch andere Fähigkeiten hättet und die dann gar nicht mehr angeschaut werden oder angesehen werden. Und der Januar ist dafür da, für euch zu sagen, okay, in meinem Umfeld, vielleicht ist da eine andere Position, die ich eigentlich ganz gern hätte. Und vielleicht ist es Zeit auch zu sagen, okay, die Routine, in der ich bin, kann sich ein bisschen verändern, dann gibt es halt eine neue Routine. Und keine Angst davor zu haben. Weil ihr auch begreifen müsst, dass wenn es Veränderungen geben wird, ihr als Schützen, ihr seid eigentlich recht clever. Ihr seid doch jemand so, ihr seid nicht aufs Maul gefallen. Ihr seid jemand so, der so, wenn die Situation schwierig ist, dann machen wir mal ein bisschen auf witzig und dann, also ihr wisst auch, wie man sich so aus Situationen wieder rausholt, wenn man jetzt sagt, okay, das war jetzt ein Fehler hier. Und was die Geist mir als Gefühl geben, ist zu sagen, einfach mal Sachen zu probieren. Und wenn dann jemand sagt, okay, sorry, also diese Position hier ist jetzt schon vergeben, dann solltet ihr auch nicht nachtragend sein und sagen, Mensch, hätte ich mal lieber meine Schnauze gehalten. Nein, es ist wichtig, dass ihr mitteilt, dass ihr andere Fähigkeiten habt und die Ausdauer. Ich habe keine Ahnung, warum die mir das als Arbeit oder als Arbeitsszenario geben. Ja, meine Guides zeigen mir halt verschiedene Sachen. Und das ist halt das, was ich mir gezeigt habe. Also für den Schützen nach wie vor wichtig, auch zu begreifen, dass dadurch, dass ihr eure Routinen mögt, ist es manchmal so, dass ihr keine Veränderung haben wollt. Weil, und auch so, ich habe auch so das Gefühl, dass ihr so sagt, ich habe schon so viele Veränderungen, jetzt habe ich endlich mal was funktioniert. Und was die Geister sagen, ja, ist ja alles gut und schön, aber bist du jetzt hier im Stillstand und ist das wirklich, was deine Seele wollte? Okay? So, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wie gesagt, bitte, bitte teilen. Ja, das war's dann auch schon. Bis zum Februar. Viel Spaß. Hallo. Herzlich willkommen. Bin ich ganz drin, gell? Bin nicht ganz drin. Warum bin ich denn nicht ganz drin?